So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. Zuerst möchte ich einmal die Ausstellung abklären. Schauen wir mal, ob Hülle sind. So, und zwar habe ich mich jetzt mittlerweile mal erkundigt, wie es dann aussieht mit so unserem goldenen Typen hier unten. Und zwar, es ist so, wenn wir ihn nicht umbringt, dann wie bereits gedacht tötet er die Feuerhüterin hier. Und dann werden wir auch nicht mehr in der Lage sein, das Bonfeuer oben zu benutzen. Das ist aber erst, weil wir die zweite Glocke geläutet haben. Erst dann macht er das. Vorher noch nicht. Und wenn wir ihn nicht umbringen und er die Feuerhüterin umbringen kann, dann können wir irgendwann irgendwie in seine Welt gehen oder sowas. Kämpfen auf jeden Fall gegen ihn, wenn wir ihn umgebracht haben, dann kriegen wir einen Ring und eine Rüstung können wir dann bekommen, aber die Rüstung soll nicht so geil sein, deshalb lohnt sich das sehr weniger, aber ich habe keinen Trick gemerkt. Lass nochmal hier den Schwertgriff aus. Wenn den treten. Oh Gott, das war ganz schön knapp, ich bin fast runtergekickt. Sehen wir seine Waffen. Wir können ihn ja so einfach in den Abgrund töten. Dann würde er auch sterben. Treten. Und dann würden wir, glaube ich, sein Item nicht looten können. Naja, auf jeden Fall. Diese Waffen, die er da in der Hand hat, die, wenn er damit einen schweren Angriff macht, geht dieser Angriff selbst durch das Schild durch, was, naja, ganz schön krass ist. Zusätzlich habe ich dann noch gesehen, die helle Barde braucht gar nicht so viel Beweglichkeit, wie ich dachte. Und sie ist eigentlich ganz cool, denn so Stoßangriff mit dem leichten Angriff. Auch so. So ein normaler Stoßangriff. Aber der schwere Angriff, der ist recht cool. Der hat ganz schön große Reichweite. Auch hier. Zack. Kostet zwar meine komplette Stamina-Anzeige, aber ist echt cool an sich. Oh, ich habe ja ein Balderschild. Nice. Muss ich gleich erstmal aus. Sieht nämlich ganz schön cool aus, finde ich. Das ist riesengroß. Habe ich irgendwie gleich gemerkt, scheinbar. Naja, dann, was war das denn noch? Ich habe da so ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel noch eine Mechanik bei dem Drachenschwert gelernt. Und zwar, wenn das... Erstmal sollte ich euch das vielleicht mal hier... Nee, nicht das hier. Hier war das genau. Wenn wir jetzt hier mal uns die Itembeschreibung von dem Drachenschwert durchlesen. Was soll ich das falsche? Da. Dieses Schwert gehört zu den raren Drachenwaffen. Es symbolisiert das Schicksal des großen Drachen und besteht aus dem Schweif eines zur Hölle gewordenen Drachen. Wird es mit beiden Händen geführt, entfaltet er seine große mystische Macht. Ja, machen wir es mal. So mal. Normaler Angriff ist ganz normal, aber wenn wir jetzt R2 drücken, also den schweren Angriff, dann sieht das Ganze so aus. Was übelst sick ist, finde ich. Übelst geiler Angriff. Allerdings kostet der, glaube ich, mit jedem Mal, oh, was habe ich jetzt abgelegt, 30, wie heißt denn das nochmal? Robustheit. Also, da würden wir irgendwann ganz schön viele Seelen auch noch rein investieren, bis wir das Ding, wieder heil kriegen, weil wir das zu oft benutzen. Aber so für zum Beispiel Gegnerhorden oder so einen kleinen Distanzangriff, um was safe umzubringen, ist das eigentlich echt nice. Dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch richtig viele Seelen. Sind das alle? Oh, Menschlichkeit oder wie ich mir nicht mehr sowas ein. Das sind da zwei Teleports und Leuchtfeuer. Verlust Seelen und Menschlichkeit. Ah, gut. Wir wollen erstmal die ganzen Seelen benutzen. Jetzt sind ja mal schon ein paar. So, außerdem habe ich gelernt, dieser Night Lord Tracker, der goldene mit diesen zwei Sicheln da, können wir bei unserem nächsten Bosskampf sammeln. Wann da kommt das, was ich bereits so, da habe ich mich nicht gespoilert.
Aber dass wir ihn da sammeln können, wusste ich gar nicht. Das finde ich persönlich echt cool. Und werden wir auch benutzen. Warum genau, komme ich dann noch später zu. Also nochmal ein Punkt Möglichkeit. So. Dann wollen wir aber auch weitergehen. Und ich habe übrigens ein bzw. zwei Items vergessen zu holen. Das werde ich jetzt noch eben nachholen. Dazu müssen wir... Das ist ja jetzt ein etwas weiterer Weg, aber erstmal hier wieder über den Aufzug. Nach oben. Ja. Moment. So, nein, lang nicht sein, ne? So, wie den Bezirk der Untoten. Jetzt wahrscheinlich wieder alle Gegner respawnt. Muss ich denn lang? Ich kann hier vorne durch. Da trigger ich, glaube ich, kurz in den Ritter. Okay, ich wollte eigentlich nur einen Ritter pullen, noch nicht beide. Das können wir mal so zeigen, was der Chat so drauf kann. Ja, wir sehen, der eine wird instant gewonnen-hittet. So, und weg mit dem. Und den anderen haben wir sein Schild so weggekloppt. Also das ist schon echt ein sehr, sehr mächtiger Angriff, aber wie gesagt, sollte eigentlich mit Bedacht eingesetzt werden. Und Baxter. Übrigens, wenn diese Ritter mit dem Degen das Schwert so in meine Richtung hochhalten, können die normalen Angriffe von mir back parieren und mich dann kontern, wie ja wie wir es quasi können. Muss sie es mit dem Schwert machen. Den rush ich jetzt einfach mal vorbei. Wir können Lust gegen die zu kämpfen, während die Ambus-Leute auf mich ballern. Ja, ja, genau. Triff mich da noch. Und zwar ist hier unten noch ein Tor. Ein Bandfeuer dahinter und oben. Sitzt er noch hier oben? Oder? Ja, scheinbar schon. Ja, da oben drauf so hockt noch der Rache, der uns da mal so ein bisschen so gegrillt hat. Aber naja, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Also, kriegen wir einen Speer. So, dann wollen wir hier jetzt mal wieder nach unten gehen. Jo. Nette Begrüßung. What the fuck? Da jetzt aber. So. Also, was geht ab hier? Hab ich einfach nicht getroffen, aber mein Schild ist klein. Den machen wir mal so. Und den parieren wir. So. Da ich auf PC spiele, weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal invaded wäre während des Let's Plays. Das müssen wir mal schauen. Erstmal, ja, der Drache ist noch da. Triggern wir das Drachenfeuer, um die ganzen Hollows hier alle umzubringen. Pass auf, Drache. Oh, habe ich gleich gemerkt. Ja, da vorne liegen nämlich noch zwei Items, in die wollen wir ran. Lol. Ja. Okay. Da hat er uns einfach mal eben so gegrillt.
Ja. Gut. Das war. Ach, hier hinten ganz. Naja. Scheißliste Bonfire nehmen, gell. Rested haben. Fuck, my life. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Es gibt auf jeden Fall einen Weg, an dem Drachen vorbeizukommen. Nein, nein. Ach, da wollte ich nicht hin. An dem Drachen vorbeizukommen und dann kann man an die beiden Items ändern. Ich kann auch einfach dafür sorgen, dass der Drache nämlich da irgendwie verschwindet oder so. Aber wie genau das noch funktioniert, das habe ich noch nicht entdeckt. Leider, leider. Das muss ich noch herausfinden. Das bei ihm beide auf einmal hat er quasi dasselbe gemacht wie bei mir gerade. Er stand auf einmal vor ihm und hat den Arsch weggefackelt. Mal gucken. Danach war der Drache einfach weg. Es gibt auf jeden Fall irgendwie einen Weg an ihm so vorbeizurennen, meinte er. Das muss ich mal schauen, ob ich den herausfinden werde. Okay, ich habe wieder ein bisschen geguckt. Bezirk der Untoten, ja, so hat sich ja nichts geändert. Ja, wo wir jetzt wohl herkommen. Das heißt mir gewesen. So, mit die fackel ich auch mal. Okay, hat sogar beide gleichzeitig umgebracht. Das kann natürlich auch so gut laufen. Hab ich noch viele Pfeile? Ich muss mal wieder zum Schmied. Hier ist ja Gott sei Dank in der Nähe einer. Nicht heilen. Jetzt auf weg mit dem. Steht hier noch ein Schild-Guy, dem wir uns jetzt einfach mal kurz kümmern wollen. So. Ein Höhlenschild für uns, aber naja, die Höhlen Sachen sacken pretty hard. Aua. Und da ist sogar eine Humanity bekommen von irgendwem hier. So. Ich weiß gerade Sachen, der Drache ist scheinbar weg, aber naja, da habe ich ihn gehört. Also ich verliere dich mit dem Drachensack. Nein, 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 vergiftet werde ich nicht. Das könnt ihr knicken, hier, Wichsviecher. Hier nicht runterfallen. Okay, hat er sich gehört. So, weg mit denen. Ja, das Rachenschwert ist am Anfang echt OP eigentlich. Naja, das ist mal sehr voll.
Ach, komm schon. Lol. Okay. Also, okay, ne, dann weiß ich echt nicht, wie ich an den vorbeikommen soll. Ja, das läuft natürlich wieder gut hier. Nicht? Naja, auf jeden Fall, eins von den beiden Items ist eine Seele, die da vom Dach liegt, und die andere Waffe. Das andere ist eine Waffe Claymore, ein recht großes Schwert. Das wollte ich eigentlich holen, weil das eigentlich recht stark ist, so für die Leute, die nicht mit einem Drachenschwert spielen wollen, weil. Keine Ahnung, zu OP oder wie auch immer. Ist das eigentlich eine ganz gute Alternative, meines Erachtens nach. Hat halt dieses, ist halt eigentlich recht stark und naja. Aber da 4000 Seelenlagen, die will ich auf jeden Fall wieder haben. Ja, müssen wir da leider den Weg noch einmal lang. Es tut mir leid, auch wenn das ein bisschen eintönig ist. Suche ich gleich einfach nur noch die Sachen und dann entweder ich informiere mich noch, wie ich da an den Drachen vorbeikomme und erzähle es euch dann, oder ich lasse es einfach komplett sein. Hier will ich auf jeden Fall erstmal an den Leuten vorbeilaufen. Wir werden die fucking Pfeile verfolgen. Die einen Schaden machen. Guys. Das ist echt der Shit. So, sehr schön. Das ging durch sein Schild durch. So, ne, das will ich nicht. Ich hier runterklettern. Ich wurde vergiftet. Oh, das ist geil. Man sieht jetzt, wie oben links mein Leben halt die ganze Zeit weggeht und das so lange wie der Balken unten abläuft. Und wie man sieht, der Balken geht verdammt langsam weg. So leider nicht mein Leben. Das kann ich erst dadurch heilen, indem ich zum Beispiel zu einem Bonfire gehe und dann, ja. Dort reste. Ja, ich wollte eigentlich einfach mal einmal ganz kurz die ganzen Seelen, die da oben so rum chillen, noch holen. Nur wie gesagt, keine Ahnung, wie ich jetzt noch so was an den Drachen vorbeikommen soll. Man sieht, das Gegengift ist noch nicht mal zur Hälfte weg und ich bin schon zweimal fast gestorben. Deshalb ist das ist echt richtig gefährlich, das Gift, finde ich. Wenn ich vergiftet werde, dann müsste eigentlich kaum groß weiterlaufen, einfach ab zum Bonfire und euch heilen. Sonst überlebt ihr nämlich nicht lange. Den würde ich wieder einfach vorbeilaufen. Denn ich will zu dem anderen Bonfire sowie zu dem Schmied. Denn ich bräuchte mal wieder ein paar neue Pfeile. Den will ich erstmal heilen. Denn hier hinter steht ja noch so ein kleiner Ritter. Hier noch so ein paar Leute. Was ist den? Ja, von dem will ich nicht getroffen werden. Den wollte ich eigentlich backstabben.
Toll. Ein Langschritt. So, machen wir weiter. Ja, man sieht, wie das Gift langsam aber sicher uns das Leben erwecken. Das ist unsere Verteidigung etwas erhöht. Aber es ist auch schon die nächste Phase. Ansonsten würden wir wieder fast sterben. Leider, Papa. Wollen wir wieder nach unten? Hier unten ist ja das, wie vorhin genannte Bonfire. Erstmal die Aushöhlung umkehren und die Seelen, die wir jetzt haben, in Waffe reparieren sowie Pfeile investieren. Achtung, mit beiden Händen halten. So, verstärken, reparieren. Ja, es kostet 394 Seelen. Steckte Keule, Bogen könnten reparieren. Spalderschild, ja. Rüstung. Das, was wir anhaben, würde ich mal so behaupten. Und dann Gegenstand kaufen. Erstmal, wir können ja auch kleine Scherben kaufen, was finde ich persönlich unheimlich cool ist. Bastardschwert. Ja, ist auch ein recht großes Schwert. Spaltaxt. Eigentlich ganz interessante Waffen, so finde ich. Auch die Zestus würde ich mich schon ganz gerne mal ausprobieren, aber irgendwie. Ne? Aber erstmal hier ein paar Pfeile haben wir kaum noch. Ich, ja, 500 wollte ich jetzt nicht unbedingt kaufen, aber okay. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber schon so 70 oder so. Eine Reparaturkiste wäre eigentlich ganz geil. Und Waffe verstärken können wir unser Drachenschwert ja leider nicht. Der wird einen Drachenstamm benötigen. Aber das hier könnten wir ja noch. Funkeltitanit. Panzerbrecher. Naja, alles gut. Aber was ich auch noch vergessen habe, hier unten ist nämlich auch noch ein Gegner. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie er hieß. Ja, vor seinen Schüssen. Okay, das hat nicht so funktioniert. Aber können wir uns hier suchen mit Distanzkampf, ja. Denn seine Nahkampfangriffe hauen ganz schön rein. Und die Sachen können halt nicht viel, wenn er uns gleich einmal mit seinem Stock da haut. One hätte uns fast. Die Sachen auszurichten ist aber nicht so schwer. Ja, das habe ich gemeint. Uns zieht sehr, sehr viel Ausdauer ab, wenn uns das trifft. Hat halt eine sehr, sehr große Reichweite. Oh, auch von dem wollte ich auch nicht getroffen werden. Der One-Hitted nämlich in dem Moment des Spiels auch auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt des Spiels. Wie der Tipp schon sagt, Distanzkampf. Also wollen wir es auch so versuchen. Das soll vielleicht etwas vorsichtiger machen. Hier unten kann uns erstmal gar nicht treffen, denn die Schüsse werden schon von Terrain abgehalten. Das ist echt nicht gerade einfach. Aber das durch die ganzen Feuerbälle haben wir ihn doch schon um einiges verleichtert.
Das wird wohl werden. Kriegen wir wohl aufgebacken. Darf nur nicht zu greedy werden gegen ihn, weil sonst habt ihr keine Ausdauer, um abzublocken. Ja, first try. So, sehr schön. 2000 Seelen. Titanitfang. Cool, wir haben seine Waffe gekriegt. Das ist so mit Waffendroppen haben wir es irgendwie diesem Walkthrough. Würde ich mal so behaupten. Hier ist er. Der macht sogar magischen Schaden. Was brauchen wir denn dafür? Wir können ihn tragen. Hat er mal ein bisschen weniger. Cool. Schade, ich hab gedacht vielleicht. Also ich denke, damit, diesen Fangstab könnten wir, wenn wir jetzt Magie hätten, Magie benutzen, würde ich mal so behaupten. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es möglich wäre. Ach cool. Dass wir seine Waffe gekriegt haben, finde ich irgendwie recht nice. Habe ich echt nicht mehr gerechnet. Zauberei einstellen, ja, haben wir nix. Aufsteigen können wir unsere Beweglichkeit. Zwei Level. Da können wir unser schwarzen Ritterschwert nehmen. Ja, die Folge ist schon, glaube ich, recht lang geworden. Also zerbreche ich sie hier mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.